Partnerhoroskop für die Sternzeichen Waage und Widder. Passen Waage und Widder zusammen? Die Unterschiede zwischen Widder und Waage sind doch recht groß, wenn man die beiden Sternzeichen miteinander vergleicht. Der Widder ist jemand, der manchmal einfach drauf losstürmt und dabei auch die guten Manieren vergisst. Doch gerade die Umgangsformen sind für die Waage besonders wichtig und deshalb kann sie nicht anders, als darauf großen Wert zu legen. Ein Widder wird sich in dieser Beziehung häufig an der Kompromissbereitschaft der Waage stören, die um des lieben Friedens und der Liebe willen lieber nachgibt, als darum zu streiten, wer recht hat. Beide müssen in dieser Beziehung viel voneinander lernen. Und wenn sie dies schaffen, dann kann auch die Partnerschaft trotz aller Unterschiede recht gut klappen. Ausführliches Partnerhoroskop für Waage mit Widder. Das Verhalten eines Menschen mit dem Sternzeichen Waage wird immer wieder dazu führen, dass sich der Widder in dieser Beziehung auf gewisse Weise eingeengt fühlt. Vor allem, wenn er wieder mal dafür gemaßregelt wird, dass sein Verhalten nicht den Vorstellungen der Waage entspricht. Der Widder ist nun einfach mal ein stürmischer Zeitgenosse und das ist für die Waage nicht immer leicht zu ertragen. Dennoch versucht sie immer wieder, darüber hinwegzusehen, um die Harmonie in ihrer Beziehung aufrechtzuerhalten. Der Widder wird mit Komplimenten verwöhnt. Ein Widdermann kann von einer Waagefrau sehr viel lernen, vor allem wenn es um Manieren und Ästhetik geht. Sie ist jemand, der viel Wert auf gutes Aussehen legt und für den auch Körperpflege sehr wichtig ist. In der Öffentlichkeit bewegt sie sich sehr sicher und es gibt dem Widder auch ein großes Maß an Selbstvertrauen, wenn er sie an seiner Seite weiß. Für die Widderfrau ist der Waage Mann sicher ein Partner, der mit Komplimenten nicht geizen wird und das tut ihr auf jeden Fall sehr gut. Wenn beide eine gewisse geistige Reife haben, wird das der Beziehung gut tun. Denn dann wird der Mann nicht so schnell ausschauen nach anderen Möglichkeiten halten. Für ihn ist eine Widderfrau wiederum gut, denn er braucht eine Partnerin, die Entscheidungen treffen kann und die Selbstbewusstsein besitzt. In ihrem Bereich kann der Widder durchaus mit überzeugenden Qualitäten aufwarten, sodass es daran sicher nicht scheitern wird. Intuition gegen Logik. Beide verbindet in ihrer Beziehung vor allem der Wunsch, im Leben etwas zu verändern. Und diese Herausforderungen gehen sie mit Leidenschaft und mit großen Idealen an. Man kann nicht gerade behaupten, die Sternzeichen Widder und Waage seien sich besonders ähnlich, denn ihre Stärken liegen auf ganz unterschiedlichen Gebieten. Aber genau dies ist die Grundlage für eine gute Partnerschaft zwischen diesen beiden Menschen. Es wird allerdings zwangsläufig immer wieder im Gebälk knacken, wenn die beiden etwas miteinander in Angriff nehmen, denn ihre Herangehensweisen unterscheiden sich doch deutlich voneinander. Der intuitive Widder prescht vor, während die Waage alles erst noch ein paar Mal ganz nüchtern durchdenken muss. Dabei legt sie aber durchaus Wert auf die Meinung des Partners und genau dies gefällt wiederum dem Widder. Dadurch entsteht immer mehr Nähe und Verständnis zwischen den beiden und das ist eine gute Basis für eine erfolgreiche Partnerschaft. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Wir veröffentlichen nicht nur aktuelle wöchentliche Horoskope, sondern auch Informationen zu Sternzeichen und vieles Wissenswertes dazu. Klicken Sie dazu unten auf den Button Abonnieren und verpassen Sie die neuen Videos nicht mehr. Haben Sie vielen Dank für Ihr Interesse.